Willkommen zur neuen Videoreihe Alles in einer Minute. In der ersten Folge erfahrt ihr alles über die PS4 in einer Minute. Die PlayStation 4 erschien am 29. November 2013 und steht in direkter Konkurrenz zur Xbox One. Der Controller wurde im Februar 2013 der Weltöffentlichkeit vorgestellt und verfügt über das typische PlayStation-Layout und ein Touchpad. Endlich sind auch die Schultertasten vernünftig bedienbar. Ebenso sinnig sind der Headset-Eingang und ein kleiner Lautsprecher. Die Leuchtleiste an der Front wird für die PlayStation-Kamera und künftig auch für Virtual Reality genutzt. Die PlayStation 4 selbst präsentierte Sony auf der E3 2013 und kündigte den günstigen Preis von 399 € an. Im Gegensatz zur aktuell noch teureren Xbox One, die es für 499 € gibt. Vielleicht auch einer der Gründe, warum sich die PS4 bisher besser verkauft und auch ein halbes Jahr nach Erscheinen immer noch nicht überall erhältlich ist. Die PS4 verfügt über 8 GB Arbeitsspeicher und eine 500 GB Festplatte, die ein bisschen knapp bemessen ist. Spieletechnisch gibt es genug Stoff in 1080p von Assassin's Creed bis FIFA. Fazit: Die PS4 ist ein weit runderes System als der Vorgänger PS3, lässt sich leichter und schneller bedienen und ist für Spieleentwickler weitaus besser zu programmieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.